In Deutschland gibt es mehr als 13 Millionen Abwasserschächte. Ein großer Teil davon ist 30 Jahre und älter und in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mit dem Vertiliner wurde ein neues Sanierungsverfahren entwickelt, mit dem die Funktionsfähigkeit dieser Bauwerke wiederhergestellt werden kann. Das Besondere am Vertiliner-System ist, dass ein vorgefertigter Glasfaserschlauch, ein sogenannter Inliner, bereits einbaufertig auf die Baustelle kommt, wo er anschließend eingesetzt und mit UV-Licht ausgehärtet wird. Zunächst wird der Schacht mit Hochdruckwasser gereinigt und die Kanalatmosphäre gemessen, um einen sicheren Einstieg zu gewährleisten. Anschließend werden alle störenden Einbauten wie Steigeisen wandbündig abgetrennt und Fehlstellen in der Wandung ausgeglichen. Zum Einsatz kommen hier kunststoffmodifizierte Mörtelprodukte, die durch Faserverstärkung besonders zuverlässig sind. Falls wie im vorliegenden Fall der Schacht keine Asphaltschicht an der Oberfläche aufweist, kann es passieren, dass sich der Schacht beim Aufkalibrieren des Inliners verschiebt. Um dies zu verhindern, wird der Konus mit dem ersten Schachtring verbunden. Nachdem das Schachtunterteil vermessen wurde, werden passende GFK-Platten zugeschnitten. Mit diesen wird der gesamte untere Schachtbereich bis zu 30 cm über dem Auftritt ausgekleidet. Die Platten werden mit der Schachtwand verschraubt und die Stoßkanten und Ecken mit Spachtelmasse und Handlaminat ausgearbeitet. Somit entsteht ein dichtes, einstückiges Unterteil. Die hier zum Einsatz kommenden Harze härten mit thermischer Unterstützung, wofür warme Luft in den Schacht geblasen wird. Danach wird der obere Rand des Unterteils mit einer Dichtung aus EPDM versehen. Jetzt kann der Hilfsboden eingesetzt werden. Dieser stellt sicher, dass für den Vertiliner-Einbau eine stabile und ebene Plattform geschaffen wird. Während des Einbaus kann das Wasser deshalb ungehindert den Hauptkanal durchfließen, was ein Umpumpen überflüssig macht. Der Vertiliner wird bereits in der Firma vorgefertigt, da Konustyp, Form und die einzelnen Bauteillängen bereits fertig ausgearbeitet wurden, ist das passgenaue Einsetzen des Vertiliners in den Schacht sehr wichtig. Hierfür wird eine eindeutige Position am Schacht markiert. Anschließend wird der Vertiliner im Fahrzeug für den Einbau vorbereitet und auf die passende Länge geschnitten. Da er an beiden Seiten offen ist, muss er für das Aufblasen oben und unten verschlossen werden. Im unteren Bereich wird dazu eine flache Druckscheibe verwendet. Mit dieser wird der Drucksack im Vertiliner verschlossen, der schließlich als Kalibrierschlauch dient. Im oberen Bereich wird ein Packer eingesetzt, der mit Spanngurten fixiert wird. Über einen Kettenzug wird dann der Vertiliner in den Schacht herabgelassen und in Höhe und Drehlage so ausgerichtet, dass er mit der zuvor angebrachten Markierung passend übereinstimmt. Die Bestrahlungseinheit besitzt 9 UV-Strahler mit jeweils 1000 Watt. Diese wird nun über den Packer in den Vertiliner eingesetzt und die Druckluft zuvor angeschlossen. Nun erfolgt das Aufblasen des Vertiliners, was auch Aufkalibrieren genannt wird. Im Inneren der Lichtquelle ist ein Führungsrohr angebracht, durch das ein Seil gelegt wird. Dieses Rohr gewährleistet, dass die Lichtquelle konstant durch den Schacht geführt wird und somit die Bestrahlungsabstände in jeder Schachtebene gleichmäßig sind. Auf der Lichtquelle und im oberen Verschlusspacker sind Kameras installiert. Diese ermöglichen dem Operateur, den Aufstell- und Aushärtevorgang zu überwachen. Ist der Enddruck erreicht, wird die Lichtquelle bis zum Schachtboden herabgelassen, wo dann die Lampen gezündet werden. Somit beginnt die Reaktion des Vertiliner-Materials und die Aushärtung beginnt. Während diesem Härtungsprozess werden Daten wie Drücke, Ziehgeschwindigkeiten, Temperaturen und Lampenzustände erfasst und protokolliert. Ist die Lichtquelle oben angekommen, ist die Aushärtung abgeschlossen. Die Druckluft kann abgestellt und es kann mit dem Ausbau begonnen werden. Nachdem der obere Schachthalsbereich freigeschnitten und der Drucksack geborgen und entsorgt wurde, wird die obere Linerkante bis auf Höhe des ersten Auflageringes abgeschnitten. Für zukünftige Untersuchungen wird der abgeschnittene Probering dokumentiert und aufbewahrt.
mit elastischer Dichtmasse wird an den Altschacht angebunden, um den Zwischenraum zu schließen. Im unteren Bereich muss nicht mehr geschnitten werden. Es wird lediglich die glatte Oberfläche des Liners angeraut, um diese für den anschließenden Laminiervorgang vorzubereiten. Zum Schluss wird der Vertiliner noch an das zuvor laminierte Unterteil angebunden. Nach kurzer Aushärtephase kann das Abwasser wieder fließen. Der Schacht ist nun fertig saniert und gegen Einflüsse wie äußeren Wasserdruck und biogene Schwefelsäure geschützt. Vertiliner – innovative Schachtauskleidung.